Ja, jetzt natürlich die Frage, wenn jetzt ein Prophet auftritt, woher wissen wir, ob der Prophet echt oder falsch ist? Stellen Sie sich vor, heute Abend würde jetzt jemand hier reinkommen, würde nach vorne kommen und sagen, ich bin ein Prophet. Ich habe letzte Nacht einen Traum gehabt, Gott hat mir gesagt, das und das sollen wir tun. Wir sollen alle in den Tierschutzverein gehen und dort jetzt jeder 1.000 Euro spenden. Würde ihr das machen oder würde ihr das nicht machen? Wenn der Prophet jetzt echt wäre, dann wäre es nicht gut, es nicht zu tun. Weil wenn es von Gott ist, dann hat es eine Wichtigkeit, oder? Wenn es jetzt falsch wäre, dann wäre es gefährlich, das zu tun, weil wir dann irgendwann auf den falschen Weg kommen können und verführt werden können. Deswegen, wenn jemand reinkommt und behauptet, ein Prophet zu sein, müssen wir irgendwas, einen Maßstab haben können, worin wir unterscheiden können, ist er echt oder ist er falsch? Wir haben in der Bibel 4 Merkmale, die ganz wichtig sind, woran wir auch heute noch Propheten unterscheiden können. Und wir wissen, es werden noch mehr Propheten kommen in der Endzeit. Und wir müssen die prophetische Gabe immer prüfen, bevor wir sie einfach ihr folgen und ihr blind vertrauen. Das erste ist, der erste Punkt, woran wir unterscheiden können, was der Prophet sagt, muss mit der Bibel übereinstimmen. Warum? Weil der Heilige Geist, der die Schreiber der Bibel inspiriert hat, ist der gleiche Heilige Geist, der jetzt heute die Propheten inspiriert, wenn es ein echter ist. Und der Heilige Geist widerspricht sich nicht selber. Das ist immer in Einklang miteinander, was er lehrt und sagt. Wir haben 2 Texte dazu, Jesaja, Kapitel 8, Vers 19 und 20. Und dort heißt es, Jesaja, Kapitel 8, Verse 19 und 20. Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen oder soll man für die Lebendigen die Toten befragen? Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Und hier steht, für Weisung und Offenbarung steht eigentlich im Grundtext zum Gesetz und Zeugnis. Gesetz heißt 5 Bücher Mose, Tora und Zeugnis. Zeugnis sind die, was Propheten gesagt haben, die prophetischen Aussagen. Das heißt, wenn jemand etwas sagt im Auftrag Gottes, dann muss es mit dem Gesetz und Zeugnis, mit dem offenbarten, von Gott schon offenbarten Wort übereinstimmen. Und damals hatten sie nur das Gesetz und die prophetischen Aussagen. Das war damals ihre Bibel. Das heißt, dass das, die neue Offenbarung übereinstimmen muss mit dem vorher Offenbarten, nämlich hier mit dem Alten Testament. Und Paulus sagt auch mit dem Neuen Testament, nämlich Galater 1, Verse 8 und 9. Und dort haben wir eine wichtige Aussage. Nämlich Paulus sagt ganz deutlich, dass in der letzten Zeit, nicht nur in der letzten Zeit, auch schon zu seiner Zeit, aber in der letzten Zeit noch viel mehr, falsche Lehrer und Irrlehrer kommen werden. Und von daher soll man durchaus in der Lehre unterscheiden können und auch treu bleiben, obwohl man den Menschen jetzt nicht verurteilen soll, aber beurteilen, was er sagt. Und da sagt er Folgendes, Galater 1, Vers 8 und Vers 9, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, das anders ist, als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Das heißt, es muss übereinstimmen mit dem, was vorher Gott in der Bibel offenbart hat. Wenn es nicht übereinstimmt, dann ist es nicht von Gott. Wenn also jemand jetzt reinkommt und sagt, wir müssen jetzt alle den Sonntag halten, dann wissen wir es nicht von Gott. Warum? Weil die Bibel ganz klar sagt, der Sabbat ist Gottes Tag und nicht der Sonntag. Das heißt, dass wir einfach das, was er sagt, an der Bibel, mit der Bibel prüfen. Aber es ist nicht das einzige Merkmal. Es gibt noch mehr Merkmale. Nämlich zweitens, die Früchte, die guten Früchte. In der Bergpredigt sagt Jesus Folgendes in Matthäus Kapitel 7, Verse 15 bis 20. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt ein jeder guter Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt faule Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Hier spricht Jesus davon, dass die falschen Propheten, wie kommen die zu uns? Wie die Wölfe in Schafskleidern. Was ist das Gefährliche daran?
Das Gefährliche ist, man sieht sie auf den ersten Blick nicht. Man kann sie nicht erkennen. Sie sehen aus wie Schafe, aber sind doch Wölfe. Und wie kann man sie unterscheiden? Jesus sagt ganz klar, an ihren Früchten. Das heißt, wenn man einen Dornbusch hat, dann werden da kaum Äpfel oder Kirschen dran wachsen. Und von daher, ein guter Baum bringt gute Früchte und ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Und so sagt er auch, das ist auch mit den Propheten. Die echten Propheten werden gute Frucht bringen. Und die falschen Propheten werden schlechte Frucht bringen. Das Problem ist nun manchmal folgendes. Wenn wir jetzt im Frühjahr sind, können wir die Früchte des Baumes noch nicht sehen, oder? Die Früchte kommen erst im Sommer oder im Herbst. Das heißt, manchmal, wenn ein Prophet kommt und sagt, ich bin ein Prophet, kann man nicht sofort die Früchte sehen. Die Früchte sieht man erst nach einer gewissen Zeit. Deswegen muss man manchmal auch durchaus sagen, okay, prüfen wir, und wir lassen ein bisschen Zeit verstreichen und gucken dann, was ergibt denn sein Lehren und sein Leben. Und seine Früchte heißt sowohl, wie sein Leben aussieht, wenn jemand Wasser predigt und Wein trinkt, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, also sein Leben muss auch mit dem übereinstimmen, was er sagt. Und natürlich auch, wenn er irgendetwas sagt, was gemacht werden soll, und das wird alles nichts, dann ist es auch eine schlechte Frucht von seinem Wirken. Ja. Deswegen, die Früchte sind wichtig, dass man sie einfach guckt, was kommt dabei raus, was er sagt, was er macht, wie sieht sein Leben aus. Drittens, eintreffende Voraussagen. 5. Mose, Kapitel 18, und dort die Verse 21 und 22. Dort heißt es, wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest, wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet redet in meinem Namen, in dem Namen des Herrn, und es wird nichts daraus, und es tritt nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat es aus Vermessenheit geredet, darum scheue dich nicht vor ihm. Das heißt, ganz einfach, wenn das, was der Prophet sagt, eintrifft, ist es richtig, und wenn nicht, nicht. Das heißt, wenn jemand reinkommt und sagt, morgen geht die Welt unter und die steht morgen noch, war es ein falscher Prophet. Ganz klar. Ja. Es gibt nur ein Problem. Es gibt manchmal Voraussagen, die Gott macht, die auch nicht eintreffen. Zum Beispiel der Jona. Was hat er verkündigt? Seine Verkündigung war, in 40 Tagen wird Ninive untergehen. Und ist es untergegangen? Nicht untergegangen. War Jona ein falscher Prophet? Auch nicht. Es war ein echter Prophet. Gott wollte ja durch die Prophet, durch die Botschaft von Jona, wollte er ja das Volk, die Menschen in Nineveh, wollte er ja anregen, aufrütteln, sich zu bekehren, weil sie so gottlos waren. Und ich denke, er hat den Richtigen ausgewählt. Denn Jonas Predigt war so eindrücklich, dass die Menschen Angst bekommen haben und haben sich tatsächlich bekehrt. Und sie haben gesagt, es könnte ja sein, dass Gott sein Urteil nochmal gereuen würde. Also haben sie Buße getan, haben sich bekehrt. Und Gott hat gesagt, gut, sie haben sich bekehrt, also kommt das Urteil nicht. Das heißt, es gibt manchmal Voraussagen Gottes, deren Eintreffen abhängt von dem Verhalten des Menschen. Zum Beispiel im 5. Mose hat Gott auch dem Volk Israel vorgelegt. Er sagt, ich lege euch heute vor Segen und Fluch. Wenn ihr mir gehorsam seid, werde ich euch segnen, wird es euch gut gehen. Wenn ihr mir ungehorsam seid, dann werden die Feinde kommen, euer Land, erstmal euer Essen wegnehmen, euer Land euch wegnehmen, alles Mögliche. Das heißt, Gott sagt, wie ich handle, hängt ab, was ihr tut. Wenn ihr treu seid, kann ich auch euch segnen. Wenn ihr nicht treu seid, dann nicht. Deswegen, es gibt Voraussagen Gottes, die treten auf jeden Fall ein. Ohne Bedingungen. Zum Beispiel, dass Jesus wiederkommt. Jesus wiederkommt ist eine Voraussage, die wird eintreffen, ist egal, was wir machen. Irgendwann kommt er wieder. Es gibt aber Voraussagen, die hängen von uns Menschen ab. Und beim Jona war es so eine Voraussage. Eigentlich hat er es falsch verstanden, denn Jona glaubte, jetzt ist Gott gnädig und verschont die Stadt und ich stehe dumm da. Jetzt habe ich verkündigt, es soll kommen, es kommt nicht. Wie stehe ich denn da? Aber eigentlich war Gottes Plan gewesen für die Stadt, wenn ihr euch nicht bekehrt, dann wird Ninive untergehen. Die Menschen haben es verstanden, Jona nicht. Und so hat Jona ein Problem gehabt. Und Gott musste Jona erst den Kopf wieder zurechtrücken über diese ganze Geschichte. Das heißt also, eintreffende Voraussagen gilt nur bei unbedingter Prophetie. Manchmal kann es auch Voraussagen geben. Zum Beispiel gibt es viele Voraussagen im Alten Testament, im Hesekiel und auch im Zacharja,
über das Volk Israel, über die Juden. Und die wären in Erfüllung gegangen, wenn die Juden Jesus angenommen hätten. Dann wäre nämlich Jerusalem zu einem Zentrum geworden, dann wären die jüdische Nation die gewesen, die Christus verkündigt hätte, die Erlösung durch Jesus Christus. Und wir würden alle Juden werden, um erlöst zu werden. Aber sie haben es nicht getan, sie haben Jesus nicht angenommen und dadurch sind sie verworfen worden. Und Gott hat die Christenheit als Gottes Volk eingesetzt. Von daher waren die Voraussagen, die Gott gemacht hat im Alten Testament, an die Bedingungen geknüpft der Annahme durch die Juden. Und sie haben es nicht angenommen und dadurch sind die Voraussagen auch nicht in Erfüllung gegangen. Ja, gut, das vierte Merkmal für wahre Propheten, Anerkennung der Göttlichkeit Jesu. 1. Johannes, Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Und dort lesen wir, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristes, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde und er ist jetzt schon in der Welt. Das heißt, Anerkennung, dass Jesus Gott war im Himmel und Mensch geworden ist, Fleisch geworden ist, auf die Welt gekommen ist. Das sind die vier Merkmale, was die Bibel sagt, wie man echte von falschen Propheten unterscheiden kann. Übereinstimmung mit der Bibel, zweitens die Frucht ihres Lebens, ihres Wirkens, drittens eintreffende Voraussagen und viertens Anerkennung der Göttlichkeit Jesu. Das heißt, wenn schon dieser vier Merkmale nicht zutrifft, wenn eins nicht passt, dann ist es ein falscher Prophet. Bei einem wahren Propheten werden alle vier immer zutreffen. Und wenn ein Prophet kommt, ein echter Prophet, und auftritt, dann wird er immer sagen, prüft mich. Wenn einer kommt und sagt, naja, ihr dürft mich gar nicht erst prüfen, ich bin sowieso richtig, dann ist Vorsicht geboten, dann ist er meistens nicht richtig. Denn die Bibel sagt gerade, wir sollen die Propheten prüfen, weil es viele Falsche gibt. Und ein Wahrer wird immer sagen, denn ein wahrer Prophet hat nichts zu verbergen. Da wird die Prüfung ergeben, dass es stimmt, richtig ist. Und von daher ist es wichtig, Propheten, die sagen von sich sagen, sie sind Propheten, dass wir sie auch prüfen. Ich denke, wenn wir das bei Ellen White jetzt tun, diese vier Merkmale, dann können wir bei allen vier Dingen sehen, dass es zutrifft. Das erste, Übereinstimmung mit der Bibel. Ich denke, was sie geschrieben hat, ich habe schon im Deutschen alles gelesen, was es im Deutschen gibt, übersetzt. Englisch noch nicht alles gelesen, aber ich habe noch nichts gefunden, wo man sagen könnte, hier steht es im Widerspruch mit der Bibel. Es gibt manche Dinge, die sie offenbart, die über manches Biblische hinausgehen, was aber vom Prinzip her schon in der Bibel auch mit enthalten ist. Aber wenn es nichts Neues wäre, wozu müsste Gott dann Propheten geben? Gott hat durchaus einige neue Dinge offenbart durch sie auch, die aber mit der Bibel durchaus übereinstimmen, keinen Widerspruch mit der Bibel ergeben. Zweitens die Früchte. Und da haben selbst ihre Kritiker damals zugeben müssen, dass sie eine Frau ist, die das, was sie gelehrt hat, auch gelebt hat. Dass sie auch eine sehr einfache, demütige und gläubige Frau gewesen ist. Und auch ihr Wirken kann man sehen, dass die Dinge, die Gott ihr gesagt und gezeigt hat, dass die auch wirklich passiert sind und auch Wirkung gezeigt haben. Eintreffende Voraussagen, sie hat eine ganze Menge Voraussagen gemacht, die eingetroffen sind. Zum Beispiel auch, hat sie damals das Erdbeben von San Francisco vorausgesagt, einige Wochen bevor es gekommen ist. Oder sie hat vorausgesagt, dass in der letzten Zeit große Verkehrsstauungen kommen werden. Das hat sie gesagt, als das Auto gerade erfunden worden ist. Ja. Wenn wir jetzt heute gucken, wenn die Urlaubszeit ist, 30, 50, 80 Kilometer Staus, hat sie damals schon gesehen in der Vision und vorausgesagt. Ja. Oder sie hat andere Dinge vorausgesagt oder Dinge, die man später erkannt hat. Zum Beispiel, sie hat gesagt, dass Rauchen, Tabakrauchen Krebs erzeugt. Und als sie das sagte, haben die Ärzte, wenn jemand Lungenkrebs hatte, Tabakrauchen verschrieben, um das zu heilen. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Und erst in den 80er Jahren hat die Tabakindustrie zugegeben, dass es wirklich so ist. Ja, bis in den 80er Jahren hinein haben sie immer verneint, dass das Rauchen Krebs erzeugt. Ja? Hat sie damals schon vor über 120 Jahren vorausgesagt. Ja. Gut, und das Letzte ist Anerkennung der Göttlichkeit Jesu. Ich denke, es gibt bei ihr keinen Zweifel daran, dass sie wirklich Jesus Christus als den von Gott gekommenen Messias beschreibt und verherrlicht und groß macht. Ja? Allein das Buch Das Leben Jesu offenbart es ganz deutlich, ja? Die Hintergründe, die sich hier zeigt. Von daher ist es, wenn man diese vier Merkmale anschaut, ist es bei Ellen White für mich ziemlich deutlich, dass Gott durch sie gesprochen hat, dass sie eine echte Prophetin ist. Es gibt noch vier weitere Merkmale, sekundäre Merkmale, die
nicht unbedingt immer zutreffen müssen, aber doch hilfreich sind, weil die meisten Propheten durchaus hier einzuordnen sind. Erstens, auch bei Einzelheiten treffsicher. Meistens haben die falschen Propheten, so die Esoteriker und so die, ja, oder die Horoskope und die Astrologen, die machen so schwammige Aussagen, wo es doch zutrifft und doch nicht zutreffen kann. Also alles kann man reinlesen und nicht reinlesen. Oder Nostradamus solche Aussagen, ja. Kann jeder alles reinlesen, was er will. Aber wenn Gott Voraussagen macht, dann sind die meistens oder sehr häufig auch ganz konkret. Propheten haben damals den Königen direkt gesagt, was passieren wird. Ganz genaue Einzelheiten. Ja, und es ist genau eingetroffen, diese Einzelheiten, die Gott gesagt hat. Sechstens, Mut, Gewissheit und Kühnheit. Propheten haben es nicht einfach gehabt. Sie mussten manchmal ganz alleine stehen, wie der Elia vor dem Volk Israel, wo das Feuer vom Himmel gefallen ist. Und sie müssen auch Königen was sagen, auch ihr Leben dabei sogar einsetzen. Weil viele Propheten sind umgekommen, weil die Könige gesagt haben, es gefällt mir nicht, was du gesagt hast, also weg mit dir. Die haben manchmal nicht lange gelebt, die Propheten. Ja. Das heißt, sie mussten auch die Dinge mit Mut und Kühnheit sagen. Und auch hier sehen wir auch bei beiden Dingen, auch dass Ellen White hier auch, da das durchaus bei ihr zutrifft. Sie hat auch immer wieder Dinge gesagt, die auch unbequem waren, die auch manchmal von der Gemeinschaftsleitung teilweise, von der Generalkonferenz nicht immer akzeptiert wurden. Später hinterher doch meistens noch, aber manchmal nicht sofort. Wo sie manchmal auch Mut brauchte, um manches zu sagen und manches zu schreiben und zu äußern. Am Anfang, als Gott ihr manche Dinge gezeigt hat, hat sie gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Ja, das ist doch, wie kann ich als einfaches Mädchen, als sie noch jung war, Dinge schreiben über Sünden anderer Leute, was Gott ihr offenbart hat. Hat Gott ihr gesagt, nein, du sollst das, was ich dir gezeigt habe, so weiter sagen, weil die Menschen nur dann umkehren können, wenn ich sie durch dich mit ihrer Sünde konfrontiere und sage, da musst du aufhören. Ja? Und dann hat sie es doch gemacht und das ist immer zum Segen geworden dann, auch für die Menschen. Siebtens, geistliche Tiefe. Wenn jemand daherkommt und irgendwas schreibt, was sowieso irgendwo schon überall geschrieben steht, von anderen Schreibern, dann ist das nicht viel Neues und nicht viel Besonderes. Sondern es wird etwas sein, was man auch, ja, wo eine geistliche Tiefe drin ist, wo man was von schöpfen kann. Es ist so mit der Bibel. Warum die Bibel, Gottes Wort ist, ein Merkmal des Wortes Gottes, der Bibel, ist, dass sie so einfach ist, dass auch ein Kind sie verstehen kann. Und trotzdem ist sie so tiefgründig, dass der größte Gelehrte das ganze Leben forschen kann und man wird das nie ausschöpfen können. So eine Tiefe ist in der Bibel drin. Und deswegen wird ein Prophet auch, ähnlich wie die Bibel, das, was er schreibt, wird so eine Tiefe haben, dass man das immer wieder lesen kann und erforschen kann und man wird es auch nie ausloten können, weil immer wieder neue Dinge darin offenbar werden, die da in den Zeilen und zwischen den Zeilen immer wieder drin stehen und auch immer wieder neu in verschiedenen Situationen wieder neu auf das Leben zu übertragen sind und neu lebendig werden. Und achtens auch praktisch umsetzbar. Propheten haben nicht in irgendwelchen hochtheologischen Sphären geschwebt, wo kein Mensch das versteht, sondern sie haben gesagt, das ist Sache und so müsst ihr es machen. Ganz klar praktisch, ja. Hinweise, was zu machen ist, ja. Und deswegen waren sie so unbequem, weil die Menschen das verstanden haben. Ja, denn was ich nicht verstehe, muss ich auch nicht tun. Ja, manchmal habe ich den Eindruck, dass die Theologen extra so theologisch reden, dass es kein Mensch versteht, dass auch kein Mensch sich danach richten muss. Aber das ist bei Gott anders. Gott will, dass wir das Wort verstehen. Wenn wir es verstehen, dass es unser Leben verändert, unser Leben positiv verändert. Und deswegen sind die Ratschläge von der Bibel und auch von Propheten sehr häufig ganz konkret. Natürlich hat sie Dinge gesagt, die zum Beispiel in der Bibel noch gar nicht gab damals, aber wo sie das übertragen hat auf unsere heutige Zeit und hat gesagt, das ist nicht in Ordnung, wenn man dir das tut. Und von daher, zum Beispiel mit dem Rauchen, ja, wenn sie sagt, wir sollen nicht rauchen, gab es in der Bibel noch nicht das Rauchen. Also hat sie gesagt, die Prinzipien der Bibel zeigen, dass wir uns gesund erhalten sollen und deswegen heißt es für uns heute, dass wir nicht rauchen sollen, weil wir damit unseren Körper schädigen und im Endeffekt umbringen. Also praktisch auch praktische Hilfestellungen für unser Leben. Ja. Interessant ist, dass sie selber gesagt hat, ich erhebe keinen Anspruch darauf, eine Prophetin zu sein. Und das ist ja für viele Kritiker jetzt, dass sie sagen, ja seht ihr, da haben wir es ja, sie wollte gar keine sein, also was machen wir aus ihr, mehr als sie selber wollte. Aber das ist nicht ganz wahr, warum hat sie das so gesagt? Und zwar der Hintergrund ist der, zu ihrer Zeit, vor 150 Jahren, gab es viele, die für sich beanspruchten, Prophet zu sein. Und
sie wollte nicht in diese Reihe der vielen falschen Propheten eingereiht werden. Und zweitens war es so, dass die Vorstellung damals über einen Propheten die war, dass ein Prophet nur dazu da ist, die Zukunft vorauszusagen. Aber das stimmt nach der Bibel nicht. Nach der Bibel ist es so, ein Prophet hat die Aufgabe, Botschaften von Gott weiterzugeben. Und ein Teil dessen ist natürlich auch die Zukunftsvoraussage. Aber der größte Teil war meistens, Sünden zu tadeln, Wahrheiten wieder hervorzubringen, die verschüttet gegangen sind, und Gottes Volk eine Wegweisung zu geben, eine Hilfe zu geben, welchen Weg sie gehen sollen, welchen Entscheidungen sie treffen sollen. Und da damals das Wort Prophet meistens nur auf die Zukunftsvoraussage verkürzt war, sagt sie, so ein Prophet, wie das jetzt verstanden wird, bin ich nicht. Sondern sie sagt zu einer anderen Stelle, oder einige Seiten weiter, mein Werk umfasst weit mehr als das, was das Wort Prophet bedeutet, nämlich, ich bin eine Botin des Herrn. Das heißt, dass sie sagt, ich bin nicht nur jemand, der Dinge voraussagen soll oder will, sondern Gott hat mir Botschaften gegeben, die ich weitergeben soll an euch, damit sie für uns nütze sind und hilfreich sind. Und sie hat es nie abgelehnt, wenn andere sie Propheten genannt haben. Ja, die nächste Frage ist, Gott hat ihr einmal gezeigt und gesagt, dass alles, was sie geschrieben hat, und zwar ihre Zeugnisse, die Briefe mit geistlichem Inhalt und alle Bücher aus ihrer Feder, von Gott inspiriert seien. Das heißt, dass Gott durch Visionen ihr Dinge gezeigt hat und auch beim Aufschreiben ihr geholfen hat. Denn es ist wie mit der Bibel. Die Inspiration ist die gleiche. Die Autorität ist natürlich eine andere, weil die Bibel ist die Autorität für unseren Glauben, für unser Leben. Das ist auch die Grundlage, worauf wir unseren Glauben gründen, nur auf die Bibel. Aber trotzdem ist das, was Gott durch Propheten sagt, durch die Propheten der Bibel, als auch durch moderne Propheten, wenn es echte sind, Gottes Wort, was er durch Propheten sagt. Und es gibt manche Theologen heute, die sagen, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern die Bibel enthält Gottes Wort. Das klingt doch fast gleich, oder? Ist es aber nicht. Ist ein Riesenunterschied. Warum? Wenn die Bibel Gottes Wort enthält und nicht ist, dann heißt das, manche Teile in der Bibel sind von Gott und manche sind nicht Gottes Wort. Und woher weiß ich jetzt, was Gottes Wort ist und was nicht Gottes Wort ist? Das muss ich eben durch wissenschaftliche Techniken herausfinden. Und dann fängt der eine an, hier zu streichen, der andere fängt an, da zu streichen. Am Ende wird so viel gestrichen, dass man alles gestrichen hat und gar nichts mehr da drin hat. Und das heißt, das fange ich an, mit meinem Verstand über Gottes Wort mich zu stellen und hier zu streichen, was mir nicht gefällt. Und im Endeffekt habe ich den Maßstab in der Hand für Gut und Böse. Und das kann nicht sein. Sondern, wenn ich sage, die Bibel ist Gottes Wort, dann heißt das, alles, was hier drin steht, ist Gottes Wort. Und ich muss mich der Bibel unterstellen. Und die Bibel muss mich korrigieren, nicht ich die Bibel. Und wenn Gott einen Propheten schickt, dann ist es genauso. Das, was ein Prophet sagt in seinem ganzen Leben, natürlich im geistlichen Sinne, im geistlichen Kontext, ist das, was Gott eigentlich sagt. Und wenn ein Prophet was Falsches sagen sollte, ist mal vorgekommen, dann würde Gott sofort den Propheten korrigieren. Warum? Weil man ja nicht wissen könnte, ist das vom Prophet die Meinung oder ist das von Gott die Meinung? Aber das stimmt nicht. Was ein Prophet sagt, ist immer das, was Gott eigentlich sagt, Gottes Wille ist. Und von daher, wenn der Prophet nicht weiß, was Gottes Wille ist, sagt er einfach, weiß ich nicht, ich sag nichts. In der Bibel war es einmal so, dass der Nathan von David informiert wurde, dass David einen Tempel bauen wollte. Und Nathan sagte, ist in Ordnung, mach das, das ist richtig. Aber in der Nacht sagt Gott zum Nathan, nein, nein, geh hin zum David und sag, nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein Sohn soll das Haus bauen für mich. Ja. Und dann musste Nathan hingehen und sich korrigieren. Das heißt, was ein Prophet sagt, ist immer, was er schreibt und sagt, ist immer inspiriert und von Gott, Gottes Wort, was wichtig ist. Deswegen sagt Ellen White an anderer Stelle, Jesus sagte zu ihr, gib das Licht weiter, das ich dir geben werde. Die Botschaften für diese letzten Tage werden in Bücher geschrieben werden und unvergänglich sein. Und das zeigt mir, dass die Botschaften, die Gott ihr gegeben hat, für ihre damalige Zeit wichtig waren, nämlich für den Beginn der Eventgemeinde, aber besonders auch für die letzten Tage wichtig sind, für unsere Zeit. Warum? Weil Gott schon weiß, was auf uns zukommt. Er kennt die Zukunft schon und er sieht schon den Kampf voraus, was da auf uns wartet. Und weil Gott das weiß, sagt er, ich will mein Volk, meine Kinder, nicht einfach blindlings da reinlaufen lassen, sondern ich will meine Kinder vorbereiten. Ich will sie gut vorbereiten, dass sie so fit sind und so gut sind und so stark sind, dass wenn die Zeit kommt, dass sie an meiner Hand hindurchgehen können.
Das heißt, Gott möchte sein Volk führen. Und wie macht er das? Indem er uns Hilfen gibt. Indem er sagt, wenn du das machst und das machst, dann wirst du da Erfolg haben, dann wird das gut laufen. Ja? Und so ist es auch. Es ist unglaublich, die Grundlagen, die Aussagen von Ellen White, wenn man das befolgt, auch wenn man manches noch nicht so, vielleicht noch nicht verstanden hat, aber es funktioniert. Ein Beispiel. Sie sagt zum Beispiel, wie man Schulen aufbauen sollte. Und dass Schulen, wenn man sie aufbaut, und wir haben in der ganzen Welt hunderte von adventistischen Schulen, das größte protestantische Schulwerk auf der ganzen Welt. Und sie sagt, die Grundsätze sollen sein, dass es ein ganzheitliches Bild sein soll, eine ganzheitliche Erziehung ist, wo Körper, Seele und Geist alles gleichmäßig ausgebildet werden. Und sie sagt, ein Drittel sollte Lernen sein, ein Drittel sollte körperliche Arbeit sein und ein Drittel sollte künstlerisch-musische Fähigkeiten sein. Und wenn man das so macht, dann wird man nicht weniger wissen. Im Gegenteil, die Kinder werden mehr lernen können, schneller lernen können, als die, die nur immer nur in den Kopf reinpauken. Interessanterweise in Deutschland, dieses Konzept haben andere umgesetzt. Wir könnten in Deutschland hunderte von Schulen haben, haben wir leider nicht. Wir haben in Baden-Württemberg momentan nur 5 Schulen, wir sind froh um die 5 Schulen, aber wir versuchen noch mehr zu gründen, weil es wichtig ist, so Grund- und Realschulen. Aber es gibt eine andere Institution, die haben hunderte von Schulen gegründet, nämlich die Waldorfschulen. Und die haben die genau auf diese Prinzipien aufgebaut, auf die Prinzipien von Ellen White. Das Problem ist nur, dass die Waldorfschulen diese Prinzipien vermischt haben mit Spiritismus, mit ihren Tänzen und was das alles für komische Sachen gibt dabei. Ja? Aber das Prinzip ist das gleiche, nämlich genau dieses Drittelprinzip. Und die machen das und siehe da, es funktioniert. Das heißt also, das Prinzip funktioniert, auch wenn das Leute machen, die nicht unbedingt auf der richtigen Linie sind. Aber wenn sie die Prinzipien, die Ellen White uns sagt, anwenden, dann geht's. Ja. Und ich frage mich manchmal, warum machen wir das nicht? Wir könnten schon viele Schulen haben, die gut laufen. Wir haben jetzt seit 6, 7 Jahren haben wir jetzt 5 Schulen in Baden-Württemberg. Und wir sehen, was für ein Segen die sind. Ja? Wir könnten schon viel mehr haben, aber also, was ich nur sagen will damit, was Gott durch Ellen White sagt, es sind Ratschläge, die uns helfen. Die uns helfen, die Sachen gut zu machen, auf den richtigen Weg zu kommen. Deswegen, die Botschaften von ihr, was sie geschrieben hat, sind heute noch wichtig. Und ich bin sogar überzeugt, sie sind heute noch wichtiger als vor 20 Jahren, als vor 40 Jahren, als vor 50 Jahren, als vor 100 Jahren. Warum? Weil die meisten Botschaften wichtig sind für die letzte Krise. Deswegen, was wir jetzt hier betrachten, sind die kommenden Ereignisse, die vor uns liegen. Und wenn Gott uns durch diese Ereignisse durchführen möchte, dann tut er das, indem er uns korrigiert, informiert und auch stärkt, unseren Glauben stärkt. Und das macht er durch Propheten, durch Ellen White. Ich denke, dass in der letzten Zeit noch mehr Propheten kommen werden, vor allen Dingen noch an vielen Stellen, wo Gott vielen Träumen und Visionen geben wird. Aber die Botschaften, die sie hat, sind vor allen Dingen für die Zeit jetzt wichtig, nämlich, dass wir uns vorbereiten können auf die letzte Zeit. Denn wenn die letzten Dinge losgehen, wenn die Weltregierung kommt und das Sonntaggesetz kommt, dann ist es zu spät, sich vorzubereiten. Viele sagen, naja, wenn die letzten Dinge losgehen, dann mache ich ernst mit Gott, aber dann ist es zu spät. Deswegen haben wir ihre Botschaften jetzt, dass wir uns jetzt an Gottes Hand in die richtige Richtung bewegen können, vorbereiten können, dass wenn das Letzte kommt, wir mit Gottes Hilfe den richtigen Weg einschlagen können und bei ihm bleiben und ihm treu sein können. Sie sagt einmal, beim Niederschreiben einer Vision bin ich genauso abhängig von Geist wie bei der Vision selbst. Das heißt, nicht nur die Vision selbst ist sie von Gott abhängig, sondern auch beim Aufschreiben der Vision. Auch da wirkt Gottes Geist. Und trotzdem sagt sie, die Worte, die ich brauche, sind meine eigenen. Das heißt, sie hat nicht Wort für Wort von Gott diktiert bekommen, wie auch die Schreiber der Bibel nicht, sondern Gott hat die Personen inspiriert. Er hat ihre Gedanken so geführt, dass das, was sie geschrieben haben, am Ende Gottes Wort sind. Ja, was sind ihre Bücher? Sie hat sehr viel geschrieben, über 50 Bücher hat sie geschrieben. 2000 Artikel für Review and Herald, 2000 Artikel für Zeichen der Zeit, das waren damals Zeitschriften in der amerikanischen Adventgemeinde in der Frühzeit und 500 Artikel in anderen Blättern. Ihre Bücher sind vor allen Dingen in 3 Kategorien einzuteilen, nämlich einmal die Entscheidungsserie, die ich eben schon mal kurz erwähnt habe, dann die Zeugnisse. Unsere Zeugnisse sind Botschaften, die eigentlich für Einzelpersonen und auch für Einzelgemeinden gedacht waren ursprünglich, aber wo sie dann gesagt hat, die sind so allgemein wichtig, dass sie die Namen einfach rausgenommen hat und hat das veröffentlicht.
hat gesagt, das ist ein Prinzip, was eigentlich für alle Gläubigen gut ist und gilt. Deswegen sind die Zeugnisse, wenn man sie liest, ein bisschen schwerer zu verdauen. Warum? Weil Ellen White uns hier manche Korrekturen zeigt, wo wir uns selbst angesprochen fühlen und sagen, naja, das machen wir nicht so gut. Und es ist dann nicht so angenehm, immer nur korrigiert zu werden, wenn man das liest. Deswegen muss man das immer mal wechselesen mit anderen Büchern, die ein bisschen mehr aufbauend sind. Also es gibt von ihr korrigierende Bücher und aufbauende Bücher. Ja? Und wer nur die aufbauenden liest, der hat zwar immer ein schönes Leben, aber wird vielleicht zu wenig korrigiert. Und wenn du die korrigierenden liest, der wird irgendwann mal deprimiert, weil er nicht aufgebaut wird. Deswegen muss man beides lesen, im Wechsel, ja? Dass man sowohl ermutigt wird, als auch... Und es ist so, die Zeugnisse, wenn man das liest, man darf die nicht lesen und denken, was sie hier schreibt, so bin ich nicht, also bin ich ein schlechter Mensch, also schaffe ich sowieso nicht und ich bin, ja, dann wird man runtergezogen. Sondern, wenn man das liest, dann muss man Folgendes denken: Ellen White beschreibt uns hier ein Ziel. Ja, wie ein Marathonläufer, der ganz hinten irgendwo schon den roten Balken sieht, das Ziel. Also man sagt, ich brauche diese Motivation, das Ziel zu sehen, um zu wissen, dass ich auf diesem Weg zu diesem Ziel hin bin. Und dass Gott mir hilft, das Ziel zu erreichen, so zu werden, wie das hier beschrieben ist. Ja, und von daher kann das auch eine Motivation sein, wenn ich die Beschreibung, die sich hier gibt, als die Möglichkeit sehe, wohin Gott mich führen möchte. Ja, und nicht als etwas, ich muss jetzt eigentlich heute schon so sein, ich bin so nicht, also bin ich ein schlechter Mensch, dann werde ich deprimiert. Ja, aber trotzdem sind die Zeugnisse wichtig, weil es einfach auch für uns wichtig ist, zu erkennen, wo stehe ich eigentlich. Ja. Es gibt hier 9 Bände der Zeugnisse, die sind auch zusammengefasst worden, der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1 bis 3, wo die wichtigsten Zeugnisse zusammengefasst worden sind und die sind eigentlich wichtig zu lesen und auch gut zu lesen. Und wir haben natürlich auch die Themenbücher und Kompilationen, das heißt zusammengefasste Bücher von Aussagen von ihr, die sie nicht selber in einem Stück geschrieben hat, sondern wo man einfach zu verschiedenen Themen von ihr Aussagen zusammengesucht hat und die dann veröffentlicht hat. Also am wichtigsten ist aber diese Entscheidungsserie. Und zwar, das ist sowohl Patriarchen und Propheten, als auch Propheten und Könige, dann auch das Leben Jesu oder auch der eine, Jesus Christus, das Wirken der Apostel und der große Kampf. Und hier haben wir eigentlich den gesamten Erlösungsplan von Anfang der Schaffung der Engelwelt bis zur neuen Erde komplett beschrieben. Und das ist eigentlich eine sehr geistliche, sehr tiefgehende, sehr gute Möglichkeit. Deswegen sind solche diese Bücher auch sehr gut geeignet, auch für die Mission. Menschen weiterzugeben, die die Bibel kennenlernen, die Gott näher kennenlernen. Und am besten ist natürlich der große Kampf. Warum? Weil der zeigt uns die Kirchengeschichte von der Zerstörung Jerusalems bis heute, bis zur Endzeit, Jesu Wiederkunft und dann bis zur neuen Erde. Ein Drittel des Buches ist Geschichte, Kirchengeschichte. Ein Drittel ist Adventgeschichte, was so damals passiert ist, in der Adventgemeinde. Der Erweckungszeit damals. Und ein Drittel des Buches ist Endzeit, was von heute an in der Zukunft liegt. Das ist höchst spannend, ja, was noch so alles kommen wird. Aber natürlich auch herausfordernd. Aber Gott sagt uns das, damit wir wissen, was kommt, damit wir vorbereitet werden, diesen Weg zu gehen. Ja. Aber interessant, denke ich, wenn die Dinge kommen werden, dann werden viele Menschen erkennen, was hier vor 150 Jahren geschrieben worden ist, erfüllt sich jetzt Schritt für Schritt von der biblischen Prophetie her. Ja, ich denke, Gott hat durch Ellen White uns nicht etwas gesagt und geschrieben, damit wir die Bibel ersetzen können damit. Nein, im Gegenteil, die Bibel ist immer noch das Höchste, die Grundlage. Und wenn wir Bibelstunden machen, wenn wir Seminare machen, dann ist immer die Bibel die Grundlage, woraus wir studieren, woraus wir Erkenntnisse gewinnen und was die Grundlage unseres Glaubens ist. Deswegen, die Schriften Ellen White wollen die Bibel erhöhen. Sie sollen die Bibel noch auf einen höheren Leuchter stellen.